Einen schönen guten Tag im schönen, ja, wir sind hier nicht in Schilda, wo die Schildbürgerstreiche sich ereignen, sondern wir sind in der Goethe- und Bebelstadt Wetzlar mit einer wunderschönen Altstadt. Und ich spreche jetzt hier zu Ihnen als Stadtverordneter und möchte informieren, dass diese Kindertagesstätte Marienheim noch zu sehen ist. Da kommen also in ein paar Wochen die Bagger und das Ganze wird platt gemacht. Warum? Ja, wir haben zu wenig Parkplätze hier in Wetzlar. Ist das nicht ein geeigneter Ort? Da hinten gibt es so eine große Wiese. Da wird also jetzt ein Parkhaus gebaut werden. Das ist ungefähr 50 Meter lang und 10 Meter hoch. Dazu eine kleine Vorgeschichte. Ein kleines Theaterstück mit Puppen gespielt in mehreren Akten. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ist es eine Tragödie? Ist es eine Tragikomödie? Ausgang ungewiss. Sag mal, bist du denn hier der Oberbürgermeister? Ja, bin ich. Wagner mein Name, Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar. Was gibt's denn? Ich hab gehört, hier wird demnächst ein Kino aufgemacht und da würde ich gern die Filmchen gucken. Kettensägenmassaker und das große Fressen und Tod in der Waschstraße. Stimmt das dann, dass ihr hier Kino machen wollt? Ja, das ist geplant. Ich hätte da gerne mal Probleme. Ich bin doch so schlecht zu Fuß und ich würde gern mit dem Auto oder mit dem Quad oder mit meinem SUV kommen. Lässt sich das dann machen? Oh, das ist schwer zu sagen. Wir sind hier demokratisches Stadtwesen. Da muss ich erst einmal einen Investor fragen. Sagen Sie mal, Herr Oberbürgermeister Wagner, ich habe gehört, Sie wolle hier Parkhaus bauen. Ich bin ja die Marktfrau. Zu mir kommen die Leute immer samstags, gell, zum Wochenmarkt. Also ich wollte Ihnen sagen, mir brauche das nicht. Die Leute sind froh, wenn sie mal ein bisschen paar Schritte machen in unserer schönen Altstadt. Und so viel Kartoffeln nehmen die bei mir nicht mit, dass die in Autos packen müssen. Ja, das ist noch nicht entschieden. Ich muss mit dem Investor noch mal Rücksprache halten. Aber machen Sie sich mal keine Sorge. Mir ist so warm. Ich tue mich gar nicht wohlfühlen. Ach, du bist jetzt mal ruhig. Was soll ich dann sagen? Ich habe noch Wetter und Lotte persönlich kennengelernt. Und was soll ich sagen? Es war doch nicht alles schlecht in der Postkutschezeit. Die Menschheit wird immer verrückter. Sagen Sie mal, wir kennen uns doch. Ich bin der Oberförster hier in Wetzlar, Herr Oberbürgermeister Wagner. Stimmt das dann? Sie wollen hier noch mehr Autos in die Stadt locken und es soll hier großes Parkhaus geben, wo jetzt die Kinder spielen? Ja, das ist noch nicht entschieden, der Investor überlegt noch. Also ich tät ja sagen, wir sind hier Sportstadt. Die Leute können auch immer ein paar Meter zu Fuß gehen, gell? Und das viele CO2, uns gehen die Wälder kaputt, gell? Und der Klimawandel schreitet voran. Also mach doch nicht so einen Blödsinn. Wir denken drüber nach. Ach ja, Slotte und der Wärter, sie waren so verliebt. Ach, wie war das eine schöne Zeit. War doch nicht alles schlecht an der Postkutschezeit? Ich sag ja immer, die Menschheit wird immer verrückter. Ah ja, was soll ich sagen? Mir ist viel zu warm hier. Das passt mir all nicht. Mir ist zu warm, es ist heiß. Und, Chef, wie sieht's dann aus? Mit dem versprochenen Parkdeck. Ja? Gibt's grünes Licht? Kann ich mit meinem SUV kommen? Naja, der Investor ist überzeugt, gell? Und die Stadt will auch noch mal 6 Millionen zuschießen. Also, ich denke, das geht klar, gell? Oh, da freue ich mich aber. Da sage ich meinen Kumpels Bescheid. Da gibt's bald Filmchen, lecker Filmchen. Hier, danke. Hast du gut gemacht.